Hallo, meine kreativen Bastelfreunde. Heute gibt es ein 10 Fragen, ein Tag-Video. Und diesen Hashtag hat Simone von dem Kanal Dies und Das ins Leben gerufen. Und im Prinzip geht es einfach nur darum, dass ich 10 Fragen zum Thema Basteln und meiner Person beantworte. Und ja, die liebe Petra aus dem Hobbykeller. Also von dem Kanal aus dem Hobbykeller hat mich da getaggt und wirklich vielen, vielen lieben Dank, Petra, dass du da an mich gedacht hast, denn ich bin ja auf YouTube noch ein kleines Panda-Küken, wenn man das so sagen kann. Und hier dein Zeichen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ja, wer die liebe Petra kennt oder noch nicht kennt, schaut auf jeden Fall auf ihren Kanal vorbei. Sie hat natürlich dazu auch ein Video gemacht. Und ja, ich dachte mir, okay, das machen wir vielleicht einfach in gemütlicher Runde. Und ich werde auch, ja, hier ein paar Sachen, die ich noch für ein anderes Video vorhab, vorbereiten und ein bisschen werkeln und euch auch noch ein paar andere Sachen, zeigen. Und ja, ich wollte euch auf jeden Fall informieren. Ich habe die Action-Stanzen bekommen. Ich habe mich so riesig gefreut. Also heute am Dienstag, also ich drehe gerade das Video am Dienstag, ja, haben sie die Regale aufgefüllt und ich habe sogar ja, die Zahlenstanzen und die anderen Stanzen bekommen. Und wie gesagt, zu diesen ganzen Stanzen werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video drehen. Und wer jetzt gerade aufgepasst hat, ja, wir haben die 100 Abonnenten erreicht auf YouTube und auch die 800 auf Instagram. Ich werde nämlich ein paar kleine Sachen, ja, verlosen und da habt ihr schon vielleicht gesehen, was ich eventuell verlosen könnte. So, dann fangen wir mal mit Frage 1 an. Und zwar: In welche Richtung bewegst du dich aktuell basteltechnisch? Eher süß, Kawaii oder in Richtung Vintage, Altered, Steam oder einfach neutral? Ja, also ich muss sagen, ich befinde mich, glaube ich, in der Selbstfindungsphase. Ich tobe mich da zurzeit wirklich in allen Bereichen aus. Also wer meine letzten Posts auf Instagram gesehen hat, der hat auch gesehen, dass ich da Vintage und im Mixed Media Bereich unterwegs bin. Aber ja, ich tobe mich da zurzeit einfach aus. Die zweite Frage: Welche Materialien liegen dir besonders oder wohin tendierst du eher? Zum Beispiel Papier, Gießharz bzw. Resin, Gips, Fimo, Wolle, etc. Und die wollte ich gleich mit der dritten Frage verknüpfen. Ist das, was du aktuell gerne kreativ auslebst, auch das, womit du einst begonnen hast, oder hat es sich langsam entwickelt? So, also zur Frage 2. Ich wollte euch dann gleich in dem Zuge meine Fimo-Sammlung zeigen. Ja, also es hat tatsächlich eigentlich alles mit Fimo begonnen. Und ja, auch mit Gießharz, beziehungsweise eher UV-Harz und, wie man hier erkennen kann, auch Schrumpffolie. Ja, also ich habe mich da auf jeden Fall ausgetobt in dem Bereich und bin dann tatsächlich zum Kartenbasteln gekommen. Also wenn man das jetzt da so einordnen würde, Papierbasteln. Und ja, hier zum Beispiel kann ich euch mal ein paar Pokémon-Anhängerchen zeigen. Einige habe ich auch natürlich verschenkt und ja, kann ich euch leider nicht zeigen, aber das sind dann so Chibi-Figürchen. Also hier ist einmal Pikachu. Und ja, also das habe ich dann auch mit gleich UV-Harz überzogen. Also das ergibt halt diesen Glanz. Also ich hoffe, man sieht das. Weil sonst ist ja Fimo auch eher so, ja, eher matt trocknend. Also hier sieht man das. Habe ich, ja, kein UV-Resin drauf gemacht. Ja, hier habe ich zum Beispiel noch eine Lünette mit Gießharz. Ja, mit Gießharz bearbeitet, beziehungsweise auch wieder mit UV-Harz und habe ein paar Farbpigmente reingemischt. Ja, und wie man hier schon sehen kann, also das habe ich auch auf Instagram gepostet, ich bin ein riesiger Animal Crossing Fan und eigentlich fing das, glaube ich, sogar hiermit an.
Und zwar, es gibt einfach meiner Meinung nach nicht genug Animal Crossing Merch. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann mache ich mir meinen eigenen Merch. Und ja, wollte das eigentlich hier so auch verbinden. Also alle, die Animal Crossing spielen, ich glaube, die kennen das auch. Gibt es dann auch so dieses, also Blattlogo quasi, also wo man dann aus diesen Blättern Möbeln zaubern kann und die Fossilien, die Fallen, die Sterni-Geldbeutel. Ja, also da habe ich mich tatsächlich vorher ausgetobt und ja, im Endeffekt ist das nicht, also um die Frage zu beantworten, ist das, was ich aktuell mache, nicht das, womit ich begonnen habe. Kommen wir dann direkt zur vierten Frage. Lässt du dich gerne von anderen kreativen Menschen inspirieren? Arbeitest du gerne Tutorials nach? Also, ich lasse mich auf jeden Fall sehr gerne inspirieren. Ich schaue mir auch total viele YouTube-Videos an und ich glaube, deswegen bin ich dann auch auf den Geschmack gekommen, eigentlich erstmal YouTube-Videos zu drehen. Ich habe mich auch, naja, sagen wir mal, bisschen vorher geweigert, das zu machen, weil ich weiß, wie zeitaufwendig sowas ist und dachte mir, boah, das schaffe ich nicht und das ist wieder so viel Aufwand. Man muss es ja auch wieder also nicht nur drehen, also das Drehen dauert meistens ja schon viel länger. Und ja, dann auch noch bearbeiten und zuschneiden und so weiter und so fort. Und dann muss man das Ganze auch noch, das kommt auch noch an Zeit hinzu, exportieren. Und je nachdem, wie schnell euer PC ist, dauert das dann, also man kann das auch Rendern nennen, dauert das Rendern auch ziemlich lange. Also bei den Videos, die ich zurzeit hochlade, also ich meine, aber die gehen auch sehr lange, ne? Also die gehen auch eine halbe Stunde, dauert das bei mir ungefähr auch eine halbe Stunde, bis das fertig gerendert ist. Und dann, ja, muss das dann auch erstmal hochgeladen werden auf YouTube. Das dauert dann auch nochmal seine Zeit und ist je nachdem, wie schnell das Internet ist. Ja, bei uns dauert das ja dann auch ungefähr bis zu einer Stunde, bis das überhaupt hochgeladen ist. Und ja, also auf jeden Fall, ich lasse mich sehr gerne inspirieren. Allerdings bastle ich nicht so gerne Tutorials nach, aber ich schaue sie mir gerne an und lasse mich dann dadurch inspirieren. Und ja, versuche dann, sage ich mal, das gleich bisschen in meinen eigenen Stil umzuwandeln. Und ja, kommen wir zu Frage Nummer 5. Würdest du gerne etwas anderes Kreatives können, hast aber kein Talent dafür? Wenn ja, was wäre das? Definitiv. Und zwar, ich würde so, so, so gerne zeichnen können. Also wirklich selber illustrieren können und auch selber süße Figuren malen. Und wenn ich könnte, hätte ich schon wahrscheinlich 10.000 Pandas gemalt. Und ja, also das ist eine Sache, das ist nicht ganz so schön bei mir. Und deswegen finde ich wirklich jeder, der selber zeichnen und malen kann, wirklich sehr bewundernswert. Und ja, also das würde ich wirklich gerne können. Bei mir reicht das gerade mal, um in Charade vielleicht noch zu gewinnen. Also Charade ist ja dieses Spiel, beziehungsweise auch unter dem Namen Activity bekannt, wo man dann entweder pantomimisch was darstellen muss oder etwas zeichnen muss oder etwas erklären muss. Und dafür reichen meine Zeichenskills, sage ich mal, gerade so noch aus. Ja, also das wäre so eine Sache, die ich wirklich sehr, sehr gerne können würde. Genau, dann kommen wir schon zu Frage 6. Macht dir dein kreatives Hobby noch genauso viel Freude wie zu Beginn oder bist du manchmal sogar frustriert, gestresst, genervt davon? Also dadurch, dass ich eigentlich ja noch, sage ich mal, Neuling bin, also wobei das Kartenbasteln und so mache ich jetzt schon fast wieder ein Jahr lang. Aber langweilig wurde es einfach nicht. Ich meine, letztendlich liegt das ja auch an einem selber, was man ja daraus macht, sage ich mal. Also ich glaube, bei mir wird es nie langweilig, weil ich, oder mir wird nie langweilig, weil ich eben, wie gesagt, schon verschiedene Stile und so weiter ausprobiere, weil ich das auch super, super spannend finde.
Und ja, also bis jetzt macht es mir alles Spaß und deswegen ist das ja auch mein Hobby. Würde es mir keinen Spaß machen, dann ja, hätte ich, glaube ich, auch schon, ja, schon viel länger damit aufgehört. Nee, schon vor langer Zeit damit aufgehört. Aber ich muss auch ehrlich sagen, die Motivation kommt bei mir auch tatsächlich durch euch, denn ich lese einfach so gerne eure Kommentare und eure lieben Worte, die ihr mir auch unter die Bilder postet oder eben hier unter das Video. Und es macht einfach Spaß, mit euch auch zu interagieren. Und ja, im Endeffekt könnte ich ja auch einfach nur die Bilder posten oder die Karten zeigen und das war's. Aber ich quatsche einfach gerne mit euch. Und ja, das ist eigentlich auch das Spannende an dem Teil. Dann kommen wir zu der Frage 7. Wie reagierst du, wenn du dich für ein Projekt wahnsinnig verausgabt hast, Zeit und Nerven, also in Klammern Zeit und Nerven, und es der Empfänger, sofern es einen gibt, am Ende nicht zu schätzen weiß oder gar herabwürdigt? Also, ich fand die Frage eigentlich, ja, ganz schön schwer oder schwierig zu beantworten. Letztendlich dachte ich mir aber, naja, im Endeffekt mache ich ja dem Empfänger ein Geschenk. Und im Endeffekt gehört es ja dem Empfänger. Und der Empfänger kann ja quasi, oder der Beschenkte kann ja dann auch mit dem Geschenk machen, was er möchte. Und klar, würde die Person wissen, dass ich viel Zeit in dieses Kartenbasteln investiere und er das dann vor meinen Augen sofort in den Müll schmeißen würde. Gut, da würde ich das nochmal überdenken, ob ich ihm nächstes Mal dann auch nochmal eine Karte bastel. Dann würde ich dann wahrscheinlich einfach eine ja, fertig gekaufte Karte ja, einfach schenken, beziehungsweise ja, natürlich mit einer Nachricht inbegriffen. Aber ja, das würde mich dann schon treffen, wenn die, vor allem die Person weiß, dass die Karte selbst gemacht ist und ja, das dann einfach sofort in den Müll landen würde. Aber letztendlich muss ich da auch ehrlich sagen, naja, die Person kann mit der Sache eigentlich machen, was sie möchte. Also das, ja, also ja, also wie ihr schon merkt, ich komme da ein bisschen ins Stocken. Ich finde, das ist dann nicht mehr meine Sache, sondern einfach die Sache des Empfängers, was der Empfänger daraus macht oder wie er dann mit der Sache umgeht. Generell jetzt auch bei selbstgemachten Dingen oder einfach Sachen, die man einer Person schenkt. Also ich finde, da dürfte man auch nicht sauer oder böse sein, wenn die Person sagt, das ist jetzt vielleicht doch nicht so mein Fall. Ich schenke das vielleicht jemand anderes weiter oder kann damit nichts anfangen. Also ich finde, das ist vielleicht auch einfach ehrlicher, als zu sagen, oh ja, das ist alles super schön. Und letztendlich findet die Person das blöd. Und beim nächsten Mal schenkt man der Person, sage ich mal, so was Ähnliches. Und die Person sagt dann wieder, ja, super. Und freut sich gar nicht richtig. Das würde ich ja noch blöder finden. Also ja, so viel dazu. Dann, wie viel Zeit investierst du in dein kreatives Hobby, inklusive Besorgung für Materialien, also sowohl offline als auch online shoppen am Tag, in der Woche, im Monat? Da muss ich sagen, das ist sehr schwierig zu beantworten, denn ich glaube, das Thema Shoppen und Einkaufen gehört im Endeffekt zu meinem Hobby dazu und das mache ich auch sehr gerne. Also sowohl online als auch offline, denn ich finde, also jetzt im Bereich Basteln findet man offline gar nicht so, also es gibt zumindest in meiner Nähe nicht so viele schöne Bastelläden, wo man dann auch alles bekommt, was man haben möchte. Also ich meine, zum Beispiel bestimmte Stempel oder so zu bekommen, ist ja auch, also ist ja klar, dass nicht jeder Bastelladen das anbieten kann. Deswegen, ja, shoppe ich dann doch gerne mal online, also was jetzt Stempel, Stanzen und so weiter betrifft. Und offline bin ich dann tatsächlich überwiegend im Action, aber ich finde, das ist genauso toll, denn man kann sich ja dann direkt die Sachen anschauen und einfach auch einschätzen, wie groß die Sachen sind und ja, also das finde ich eigentlich super und es ist, wie gesagt, schwierig zu sagen, weil ich stöber wirklich sehr gerne länger im Internet herum, bevor ich mich da entscheide, etwas zu kaufen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da pragmatisch bin. Gut, so eine Karte möchte ich machen, das brauche ich, das kaufe ich, zack, bestellt,
fertig, sondern es ist bei mir so, ach ja, das ist ja süß, das ist niedlich und so weiter und so fort. Ich glaube, viele kennen das auch von sich selber. Ja, also ich kann das nicht sagen, wie viel Zeit ich da investiere. Also, boah, ich finde, das ist echt schwierig. Ach so, wie viel Zeit investierst du in dein kreatives Hobby insgesamt? Also dadurch, dass ich wirklich zurzeit sehr viel Zeit habe, weil, wie einige von euch wissen, habe ich vor einer Woche meine letzte Prüfung abgelegt und warte jetzt im Endeffekt auf meine Ergebnisse. Also habe ich eigentlich, wenn ich wollte, ja, den ganzen Tag Zeit, um mein kreatives Hobby auszuleben. Und also ich sag jetzt mal, Videos drehen, Fotos machen, beziehungsweise die Karten erstmal basteln und so weiter und so fort. Aber das nimmt dann doch nicht den ganzen Tag ein. Also ich meine, ich habe ja auch so gesehen ein Privatleben und ja, dazu gehört halt definitiv auch zusammen essen, zusammen kochen, ja, dann auch mal zusammen Aktivitäten zu machen. Also da meine ich jetzt, also ein konkretes Beispiel, wir räumen gerade den Keller aus, damit wir auch ein bisschen mehr Platz haben und ich da auch teilweise meine Bastelsachen besser verstauen kann. Und ja, also ich würde sagen, dass ich am Tag trotzdem sehr viel Zeit fürs Hobby habe und vielleicht sagen wir mal 4 oder 5 Stunden mit allem drum und dran, also wie gesagt, Videos drehen, basteln und so weiter verbringe. Aber auch mal an Tagen weniger, also vielleicht dann maximal 1 Stunde am Tag. Und ja, also je nach Lust und Laune. Und ich finde, das ist auch wichtig, weil das Hobby soll ja Spaß machen, weil wenn das Hobby nicht Spaß macht, dann läuft da irgendwas falsch oder hat man, sag ich mal, nicht den Anspruch mehr, das als Hobby auszuleben, sondern ja, weiß ich nicht, was man denn sonst für einen Anspruch hat, aber im Endeffekt wäre das dann in meinem Fall dann nicht mehr der Kategorie Hobby zuzuordnen. So, das, ich glaube, jetzt habe ich die Frage beantwortet. Dann sind wir jetzt schon bei der 9. Frage. Wie viel Zeit würdest du gerne, wenn du könntest, in dein kreatives Hobby investieren? Also ich glaube, ich habe jetzt eigentlich schon die Frage jetzt nochmal beantwortet. Also wie gesagt, ich kann zurzeit sehr viel Zeit investieren in mein Hobby. Und deswegen habe ich gar nicht den Wunsch, sage ich mal, ja, noch mehr Zeit investieren zu können. Also ja, ich bin eigentlich zurzeit sehr zufrieden, aber wie gesagt, es ist auch nur zeitweise, es ist jetzt auch kein Dauerzustand, denn ich werde dann auch, ja, dann ins Referendariat gehen. Und da weiß ich jetzt schon, dass ja, dass das, sage ich mal, auch kein Zuckerschlecken sein wird. Also ich möchte ja auch natürlich einen guten Abschluss machen. Und ja, da werde ich dann auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Zeit investieren. Und ja, somit wären wir dann schon bei Frage 10. Wo siehst du dich mit deinem kreativen Hobby in 3, 5 oder 10 Jahren? Ja, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich hoffe natürlich, dass ich mein Hobby, also Karten basteln und Video drehen, definitiv in den nächsten Jahren weiter führen kann. Aber wie ich schon angedeutet habe, ich werde ja ins Referendariat gehen und das erfordert dann natürlich auch vollen Einsatz von mir. Und deswegen hoffe ich, dass ich, sage ich mal, in 3 Jahren, in 5 Jahren immer noch das Hobby ausleben kann und das auch immer noch so gut finde, wie ich es jetzt finde. So, dann sind wir jetzt schon am Ende angelangt und ich möchte auf jeden Fall diese Aktion fortführen und dementsprechend werde ich auch unter meinem Video folgende Personen taggen und zwar zum einen die liebe Manu von Hasenschmiede. Dann möchte ich noch die liebe Nancy von Amitola bei Nancy taggen. Dann auch noch die liebe Nina von Ninas Kreativreich. Und die liebe Melli von Handcrafts bei Melli. Und als allerletztes noch die Jackie alias Miss Paper Needle. Und ja, also wenn ihr Lust habt und Zeit dazu findet und auch die Fragen gut findet, würde ich mich auf jeden Fall riesig, oh Gott,
riesig freuen, wenn ihr die Fragen auch beantworten würdet. Und ja, fühlt euch einfach frei, jemanden zu taggen und auch an die, die ich jetzt nicht getaggt habe. Das heißt nicht, dass ihr da mitmachen könnt, sondern ihr könnt definitiv auch diese 10 Fragen beantworten, wenn ihr wollt. Ich kenne, wie gesagt, leider noch nicht so viele auf YouTube und bin dann noch ein kleiner Neuling und deswegen, ja, kann ich natürlich nicht jeden Kanal taggen. Und deswegen fühlt euch frei, auch diese 10 Fragen zu beantworten. Alle Informationen, alle Menschen, die ich getaggt habe, die findet ihr auch in der Infobox. Und ja, dann vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!